Heute wollen wir euch unsere Story erzählen. Die ersten 30 Tage bei Cassini während einer außergewöhnlichen Zeit. Nachdem wir am Day One von Cornelius und Heiko unsere Beraterausrüstung und eine kleine Einführung erhalten haben, ging es am Day 2 schon direkt ins Homeoffice. Mails wurden sortiert, Kontakte im Handy eingerichtet, erste Logins geprobt und unsere Profile aktualisiert. Zwischendurch gab es herzliche Anrufe von Franzi, unseren Buddies oder auch Consulting Lead. Na, gut gestartet? Funktioniert alles? Hast du Fragen? Dadurch saßen wir nie länger als eine Minute mit Fragezeichen im Kopf vor dem Laptop. Stets stand uns jemand zur Seite. Typischer Satz? Ja, frag doch mal den so und so. Der weiß das. Dadurch konnten wir den kurzen Weg über Teams oder Telefon gehen und die passenden Ansprechpartner schnell finden. Am Day 3 kam dann schon unsere erste Aufgabe. Sales Forecast Reminder. Oh, erster Gedanke. Nicht mal eine Woche dabei und schon die Leute nerven? Ganz im Gegenteil. Es war eine tolle Chance, ganz viele Kollegen in kurzer Zeit kennenzulernen. Von jedem erhielten wir auch ein herzlich Willkommen. Nach 2 Wochen hatte Lisa ihr erstes Gespräch bei der und war auch etwas aufgeregt. Sie konnte den Kunden aber vollends mit ihrer Erfahrung im Bereich Anforderungsmanagement überzeugen und schon Ende April im Projekt starten. Lisa, erzähl doch, wie geht unsere Cassini-Story weiter? Nachdem wir schon viele hilfreiche Informationen erhalten hatten, bekamen wir noch eine tolle Einführung in unser Segment LET und die Roadmap durch unseren Domain-Lead Holger. Jetzt sind wir völlig im Bilde, wie wir auch intern nochmal gut supporten können. Bedingt durch die besondere Situation gab es gleich noch ein Ad-Hoc-Training von Julian zum Thema Cloud Collaboration at Cassini. Dank Fabian durften wir uns auch noch intern kreativ weiterbilden und die Kunst von Bicablo kennenlernen und üben. In 3 interaktiven Sessions konnten wir uns austauschen und ausprobieren. Zusätzlich dazu hatte Denia die Chance, ihr erstes Webinar zum Thema Data-Driven Decision-Making zu konzipieren und zu halten. Nun unterstützt Denia in mehreren Projekten, Ausschreibungen und internen Themen. Was wir beide auch noch gemeinsam haben, ist die Teilnahme am Trainee-Programm. Trotz Homeoffice wurden keine Mühen gescheut, um uns dennoch einige Inhalte der Trainee Academy näher zu bringen. Zum Beispiel hatten wir 2 lange Sessions, in denen wir uns mit Projektmanagement und IT-Basics beschäftigt haben und alle anderen Trainees besser kennenlernen konnten. Nicht zu vergessen ist auch unser monatlicher Trainee-Update-Call, der uns dabei half, unsere Trainee-Gruppe besser kennenzulernen und uns besser zurechtzufinden. Nun sind wir in unseren ersten Projekten und sind froh, bereits so viele nette Kollegen per Telefon oder Videocall kennengelernt zu haben. Wir danken euch alle für den herzlichen Einstieg, trotz oder vielleicht wegen Homeoffice.